Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap. Letztes Mal haben wir den zweiten Dungeon abgeschlossen, haben das weiße Schwert erhalten, das heilige weiße Schwert, und haben uns im Laden einen Boomerang gekauft. Komm, kann ich mit dir schon? Nein. Okay, und unser nächstes Ziel ist jetzt das Schloss von Hyrule. Oh, ein paar Octoroks. Stupst auch. Dann geht's hier weiter. Und muss mal ein bisschen schneller denken. Ob wir hier in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Ja. Okay, und dann, ich glaube, wir müssen hier lang. Ne, jetzt hat's verschlossen. Dann geht's hier lang. Glaube ich jedenfalls. Bin ich richtig? Ich glaube ja. Ja. Und dann müsste hier unten gleich ja ein Eingang sein. Sehr gut. Ah, Link, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein. Und damit haben wir die heilige Stätte gefunden. Gut. Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Oh, die Musik ist hier voll beruhigend und so. Gut, dann stecken wir mal das Schwert da rein. Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. So, so. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Link, probier's aus. Ah, und hier muss man halt den Schwertknopf gedrückt halten, dann lädt man die Wirbelattacke auf und dann seht ihr da oben rechts, oben links, diese grüne Leiste. Wenn die halt aufgefüllt ist, muss man einfach loslassen. Nicht, andersrum. Wenn die aufgefüllt ist, hat man halt hier auf diesen weißen bunten Plattformen so einen Leuchtpunkt. Und dann muss man sich einfach auf die andere Plattform stellen. Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Ja, und das werden wir auch gleich dazu benutzen, um hier wieder aus dem Raum rauszukommen. Denn nämlich dieser Doppelgänger, den man als Chef erschafft, der kann nämlich fast alles, was wir machen. Außer halt überleben, wenn er an der Wand steckt. Okay. Gut, und jetzt wollen wir Meister Magnus nochmal einen Besuch abstatten. Denn der hat nämlich auch noch was für uns. Roll mal hin, Link. Na los. Die Laufwege sind hier ein bisschen lang, aber nein, soll uns nicht stören. Okay. Und so wieder auf den nördlichen Ebenen. Na sowas, welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Kann es sein? Du, Vati? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften.
Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, Vati. Und hier haben wir jetzt einen kleinen Kampf gegen Vatis Schergen. Eigentlich relativ einfach, weil die halten bloß drei Schläge aus. Was führt Vati nur diesmal wieder im Schilde? Link, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Vati und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Ich bin in Telluria als Weiser bekannt und Vati war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Vati, was machst du da? Ah, welch schwarze Seele du doch hast. Ich bin nur ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispiellos. Was hast du nur vor? Alle 100 Jahre öffnet sich ein Tor. Das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Nein! Haha. Na, was sagst du dazu? Der Fluch des Hexenmeisters. Dagegen kann auch der ehrenwerte Ezzelo nichts ausrichten. Ich möchte mich nun verabschieden. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Dass die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Vati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Vati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden. Mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Gut, Link. Genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Ja, und damit haben wir erstmal ein bisschen Hintergrundwissen erfahren, warum Vati überhaupt da ist. Okay. Wie gesagt, wir suchen jetzt erstmal Meister Magnus immer wieder. Hi. Nanu, dieses Schwert. Du bist auch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. So sei es. Ich werde dich die Technik des Steinspalters lehren. Zerschlage den Krug mit dem Schwert. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Nee, sag mal nochmal. Nee, ja, wir haben verstanden. Gut, das freut mich. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es dir sonst erklären sollte. Doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3. Marionette nun sei. So, nun versuche es selbst. Zerschlage den Krug mit dem Schwert und es sei vollbracht. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Steinspalter erlernt. Zerschlage Spielen, Steine und Krüger. Ja. Das ist wichtig, dass wir deine Schwertrolle gekriegt haben, weil ich wüsste nicht, ob ich mir das wirklich merken könnte. Okay. Als nächstes wollen wir nochmal auf den Gongolberg, bevor wir weitergehen und von uns das nächste Element holen. Ja, hier geht's lang. Stirbst. Gucken, ich kann ja mal ganz nebenbei ein paar Felsen kaputt hauen.
haben wir jetzt mit dem Schwert. Vielleicht finden wir ja ein paar, hier links grüne Fragmente. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Und hier hoch. Du stirbst. Und dann können wir hier hoch. Und lassen uns mal von dem Stein zermatschen. Okay, ich glaube, hier müssen wir hin. Glaube ich falsch. Oder? Nee, ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig. Hab ich richtig geglaubt. Hier wollen wir einmal den. Und einmal den aktivieren. Und dann kommen wir hier durch. Und wir finden einen weiteren Meister. Ich bin Maximus, der wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnelle Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Wohlan, ich werde dich die Technik des Wirbelhiebes lehren. Drücke Steuerkreuz und R für eine Vorwärtsrolle. Drücke kurz vor dem aufstehenden Knopf für das Schwert. Du zückst das Schwert mit einem Schrei. Dies ist der Ablauf. Hast du das verstanden? Ja. Hoho, gute Antwort. Du bist ein guter Schüler. Doch Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache dich deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also das Marionettentheater von Meister Maximus. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. So, nun versuche es selbst. Drücke Steuerkreuz und R zum Rollen, ziehe dann das Schwert. Kurz vor dem Aufrichten. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwertechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Wirbelhieb erlernt. Jeder Hieb ist von enormer Kraft. Gucken wir nochmal. Rauben wir mal noch schnell Maximus aus. Ups. Noch ein 50er. Und das Herzteil annehmen wir mit. Gucken, kann ich mit dir auch noch Fragmente vereinen? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann können wir jetzt erstmal wieder zurück. Hier haben wir jetzt erstmal alles geholt, was wir holen können. Gut, dann sind wir wieder am Fuß. Allerdings noch weiter zurück müssen wir. Du stirbst. Und jetzt können wir hier nämlich weiter. Und zwar können wir jetzt diesen Felsen hier verschieben, indem wir uns einfach wieder einen Doppelgänger ranholen. Okay, dann geht's hier hoch. Die Wand werde ich mal schnell aufspringen. Gucken, was wir drin finden. Ein Glücksfragment, ein braunes. Müssen wir kurz gucken, was das für eins ist. Nee. Das ist nicht das, was wir brauchen. Okay. Ah, hier sind noch so ein paar Moblins. Stopp. Gucken, wer hier drin ist. Guten Tag, ich bin Poimun, Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen gelassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Ziel. Ach, ein ganzes hätte ich gern. Ja. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal hier den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.